Moin Jungs, Jojo Lance ist hier und so. Nachdem wir ja ungefähr eineinhalb, glaube ich, waren das Jahre seit Part 8 gewartet haben, dass der nächste Part losgeht oder dass überhaupt Informationen dazu kommen, haben wir hier nun das erste Chapter des 9. Parts Jojo Lance und ich wollte mal mit euch einen kleinen Blick drauf werfen. Hier erstmal so eine kleine Startseite zur Intro, so als Intro-Einführung. Jojo's Bizarre Adventure Part 9, der Jojo Lance, powers with a physical form invisible to the naked eye. They are known as stands. Though they exist anywhere, at any time, those who do not try to see them never will. Some manga artist. Artist. Dann haben wir hier ein paar Klassiker rumzugammeln. Task, Whitesnake, Star Platinum, Gold Experience, Black Sabbath, Sex Pistol, Killer Queens, Stone Ocean, Ballbreaker, The World, Ebony Devil, Task Act 2. Für 3 hat es mal wieder nicht gereicht. D4C, Soft and Wet. Habe ich ihn übersehen? Wahrscheinlich nicht. Aber worum geht's denn? Was haben wir denn hier? Also als allererstes mal, wir erfahren direkt den Namen. Unser Main Character in diesem Part heißt Jodio Joestar. Ach ja, Jodio. Dio verfolgt uns ja schon gefühlt seit ungefähr jedem Part. Im ersten Part haben wir sowieso Dio himself, im zweiten Part haben wir Vampire. Mit Steinmasken, die zum Beispiel auch Dio benutzt hatte. Im dritten Part haben wir Dio himself, im vierten Part haben wir den Pfeil und Bogen, welche durch Dio im Umlauf gebracht wurden, wenn man so will. Part 5 haben wir Dios Sohn, Part 6 haben wir Dios Boyfriend Pucci, Part 7 haben wir Diego, Part 8 war es still. Und hier haben wir direkt im gefühlt allerersten Panel Jodio. Fühl ich, feier ich. In meinem Kopf ist so, das klingt schon ziemlich gewollt, dass er jetzt Dio im Namen hat. Aber ich beschwere mich gar nicht. Wir haben auch direkt das Setting. Ich konnte jetzt nicht herauslesen, in welchem Jahr wir uns befinden, aber wir befinden uns auf jeden Fall auf Hawaii. Ah ja, Pearl Harbor. Und zu Beginn sehen wir erstmal, wie Jodio und seine Begleitung von Polizisten angehalten werden und dann kommt ihnen das Verhalten aber etwas zu sus vor und dann wollen sie halt, dass sie aussteigen. Bei der Begleitung handelt es sich um Dragona Joestar. Der Cop nimmt sie dann so fest oder hält sie halt so, dass sie sich nicht großartig bewegen kann. Dann natürlich versucht man erstmal nach Gegenständen am Körper zu suchen und denkt sich, jetzt erlaube ich mir den fettesten Griff in der richtig schönen nasse F und alles, worauf ich treffe, ist ein riesiger P. Ja, Dragona ist nämlich der Bruder von Jodio Joestar. Jodio steigt aus. Der zweite Polizist versucht, Jodio aufzuhalten, aber nein, es kommt die Stand-Action. Der Kopf wird zu Boden gedrückt von Tröpfchen? Ja, das ist ja immer so eine Sache, die Part 7 bis 8 jetzt mit sich gebracht haben. Stands haben sehr komische Fähigkeiten. Also würde ich diese Fähigkeit beschreiben. Es sieht halt so aus wie auf dem Polizist. Ist irgendetwas getropft, so in der Art. Und das scheint irgendwie eine ultra schwer herunterziehende Wirkung zu haben. Aber kann auch sein, dass ein Stand noch neue Fähigkeiten mit reinbringt. Aber wer weiß, was es dann noch drauf hat. Und wir kriegen direkt ein Bild vom neuen Stand. November Rain. Im Original, auf der allerletzten Seite wird ja erstmal geleakt, wie die Stands dieses Chapters heißen. Und original in meinem Kopf immer, wenn ich höre, dass der Stand November Rain heißt. Herz glüht von Gewalt, Blut friert am Asphalt, im November Regen. Kämpfen unter Zahl selbstlos, bis ich fall, im November Regen. Ist der Fakt, dass Araki seine Standnamen immer von Songs von Bands und so Musikern mäßig alle abgreift, die wahrscheinlich aus den 90ern oder in der Art stammen. Und ich bin natürlich kein Experte, aber wenn ich Spotify frage, was denn so unter November Rain so hochgeladen wurde und bei welcher Band das abgeleitet sein könnte, kommen wir hier zum Beispiel auf November Rain von Guns N' Roses. Und wenn ich überlege, aus was für einem Alter so Araki immer seine Künstler zieht, könnte ich mir gut vorstellen, dass es daher stammt. Alles andere ist halt aus der Neuzeit und das würde ich sagen ist falsch. Aber erstmal weiter. Dann versucht der andere Polizist erstmal Jodio zu bedrohen. Dann macht Dragona erstmal einen seichten Wischer über sein Gesicht und es ist irgendwie verschoben, wenn man so will. Da kriegen wir schon mal einen Einblick auf seinen Stand, Smooth Operator. Dieser Stand hat auf jeden Fall wieder so ein Design. Er besteht halt aus so kleinen Männchen. Das erinnert mich ziemlich an Sex Pistol. Hier scheint die Fähigkeit aber, ich sag mal, so eine Bearbeitungsfähigkeit zu haben. Der hat jetzt einfach nur über sein Gesicht gewischt und es war halt etwas verschoben. Andererseits haben sie auch das Kennzeichen etwas umgedreht. Erinnert mich daran, wie in Part 4, als sie quasi diesen Lottoschein einlösen wollten mäßig und dann mussten sie die Adresse oder den Namen etwas bearbeiten, womit er dann mit Crazy Diamond einfach draufgeboxt hat und den Namen dadurch verändern konnte. Erinnert mich ziemlich daran. Weiter geht's. Nun kann der Kopf nicht richtig sehen und schießt halt gefühlt um sich herum und dann erdrückt November Rain ihn, bis er halt fertig ist. Und dann nochmal schön auf ihm herumtrampeln. Ja, und dann halt Fahrerfluchtmäßig sich erstmal abhauen. Später sehen wir die beiden dann auf einem Schrottplatz, wo dann irgend so ein Typ sie fragt, ob sie irgendwas damit zu tun haben, dass irgendein Polizeiauto abgebrannt wurde. Sie tun so, als hätten sie davon nichts gehört und gehen einfach weiter. Dann kriegen wir hier einen kleinen Einblick zu Dragona. Er ist 18 Jahre alt und das ist für mich so richtiger Hawaii-Lifestyle. Zum Frühstück gibt es nur Wassermelonen. Er arbeitet in einer Fashion-Boutique und steht auf Girls-Fashion. Ja, das erklärt auf jeden Fall, wie er designt ist. Und wir sehen,
was so die Stammbaumplatzierung von Jody und Dragona wären. Wir sehen, ah ja, der gute Joseph Joestar, nicht dieser, sondern der, hat mit Susie Q ein anderes Kind gezeugt, was dann Barbara N. Joestar ergab, was somit die Schwester von Holly wäre. Mit einem anderen Vater wurden dann somit Jodio und Dragona gezeugt. Also haben wir quasi den Enkel von Joseph, was so ungefähr Jotaro ist. Oh. Aber an diesem Stammbaum ist das ja etwas verdreht. Dann sehen wir Jodio, wie er auf dem Weg zur Schule ist im Bus. Und dann sehen wir halt, wie er sich mit seinem, ich weiß nicht, ob er ein Klassenkamerad oder sonst irgendwas sein soll, aber mit diesem dummen Hurensohn prügelt er sich erstmal. Dann gibt es noch so, dann gibt's jetzt so einen kleinen Einblick in die Denkweise von Jodio. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, was er mit verficktem Mechanismus meint. Er sagt hier so sinngemäß, dass wenn du gesetzlich nicht beschützt wirst, ist deine Sicherheit garantiert durch Vertrauen. Und als weiteres Beispiel sagt er dann, was ist der Unterschied zwischen diesem Typen, der da drüben rumläuft, und zum Beispiel mir? Der andere Typ zum Beispiel, er ist deutlich größer als er und sieht halt sehr, ich sag mal, hart arbeitend, er gibt sich Mühe, er scheint fleißig zu sein und so weiter. Aber er scheint in seinem Leben ziemlich auf die Fresse zu kriegen. Und währenddessen Jodio. Und wir kommen zum Hauptpunkt. Was will Jodio erreichen? Er will fucking rich werden. Und dann kriegen wir einen neuen Charakter beigeführt. Paco. Also wenn ich alles betrachte, was wir in JoJo bis jetzt gehört haben, Paco ist in meinem Kopf so der untypischste Name überhaupt, aber vor 2 Jahren war er noch fett. Und jetzt ist er ein Chad. Er scheint auf jeden Fall sowas wie ein Dieb zu sein. Man sieht auf jeden Fall, wie er hier so ungefähr, er zieht halt von irgendeiner Person, zieht halt quasi das Portemonnaie ab und dann versteckt er es in seinen Muskeln. Das ist sein Stand the Hustle. Und dann werden die drei Herrschaften zusammengerufen von der Schuldirektorin von Jodios Schule, Meryl May Key. Sie zeigt quasi auf ihrem Handy ein Foto eines 24-Karat-Diamanten. Dieser Diamant gehört einem japanischen Tourist, welcher nun für 15 Tage sich an Hawaii aufhalten wird. Unsere drei Buben haben somit die Aufgabe, diesen Diamanten zu stehlen, an die Direktorin zu geben und dann teilen sie sich das cashmäßig. Dann kommt dieser Hurensohn aus dem Bus hereingestürmt und er darf dann an dem Raubüberfall mitmachen. Oder er soll, besser gesagt. Ja, und damit endet auch dieses Chapter. Was haben wir jetzt in dem Chapter gehabt? Wir haben 3 neue Stands, den Maincast und in welche Richtung es gehen soll. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Gut, das war's dann auch soweit. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.